Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Evil Dynasty. Ja, unsere kleinen Ferkel trauen sich wieder rein, ne? Ich würde gerade sagen, die trauen sich raus. Aber es ist schon Schlafenszeit, ne? Der Papa macht's schon vor. Und das, ich glaube, das männliche Ferkel ist das, oder? Was da schläft. Nee, das männliche Ferkel ist draußen, das weibliche Ferkel ist drin. Gut, ja, wir werden auf jeden Fall in dieser Folge den Esel-Auslauf fertig bauen. Und eventuell holen wir uns auch schon den ersten Esel ins Dorf. Neben mir natürlich, dem Hauptesel. Und ich würde sagen, damit let's go. Oh, guck mal, das Feld wurde jetzt auch schon komplett gedüngt. Muss jetzt nur noch umgegraben werden. Also, die sind fleißig hier, meine Leute. Wie sieht's hier aus? Kohl ist noch nicht geerntet, ne? Naja, die haben aber noch 2 Tage. Also, Kohl ernten geht, glaube ich, ganz schnell. Geben sie sich, glaube ich, bis zum Schluss auf. Ich guck mal, ob wir vielleicht noch Baumstämme im Lager haben. Mir wird das ein bisschen lästig gerade. Bäume fällen. Wir haben noch 31 Baumstämme. Komm, die verbaue ich jetzt. Mal sehen, ob die reichen. Könnte knapp werden. Ein bisschen was an Zaun habe ich ja noch zu setzen. Nee. Reicht leider nicht. Wir brauchen noch 2, 4. Also 6, 10, 14, 18 Stämme. Okay, nochmal eine kleine Holzhacker-Session. Es ist halt unglaublich stammintensiv, so ein Zaun zu errichten, so einen massiven. Aber er sieht halt geil aus. Oh, hier ist ein Lager. Okay. Und hier sind Holzstämme. Top. 4 Stück. Brauche ich keine zu schlagen. Gibt es hier auch eine bessere Axt vielleicht? Ein Kupfermesser? Ich dachte kurz eine Kupferaxt. Das hätte mich jetzt... hätte mich sehr gefreut. Zurückgelassene Vorräte. Bier nehme ich immer mit. 102 Münzen sind auch Lego. Ah, oh, eine Steinaxt. Ach, Mann. Bisschen Brennholz. Wo sind die guten Loots? Dafür haben wir gleich die Baumstämme zusammen für den Zaun. Okay, 19 Baumstämme. Sehr gut. Hier gehen wir mal runter, bauen den Zaun fertig und dann... kann ich mich dran erinnern? Ich habe ja schon mal Esel gesehen. Wo waren die? Ich glaube... Gauki? Nee, wo war dieses Bergdorf? Klonika? Ich glaube, in Skauki gab es Esel. Aber ich bin mir nicht mehr so sicher. So, wir haben Probleme in der Verwaltung. Die Küche hat keine Ressourcen. Die Scheune hat keine Ressourcen. Okay, das ist jetzt. Das sind unsere einzigen beiden Probleme. Ja, ist okay. Ist okay. Okay, sehr gut ausgerechnet. Eselgehege ist fertig. Jetzt haben wir hier fast schon einen kleinen Zoo, ne? Hier mit den Schweinen. Da drüben die Esel. Ja, aber ob das unbedingt jetzt hier Haltungsreform Premium ist, das kann ich euch nicht versprechen. Also theoretisch bei den Schweinen schon, aber so ein bisschen mehr Auslauf könnten die auch eigentlich gebrauchen. Haltungsreform 4, ne? Ist das dann. Keine Ahnung. Wächst du schön, mein Ferkelchen? Da können wir auch ein bisschen Geld mitmachen, ne? Wenn jetzt zum Beispiel also das männliche Ferkel werde ich auf jeden Fall verkaufen. Das weibliche werde ich behalten, damit wir einfach schneller Ferkel bekommen. Damit auch noch ein weibliches Schwein da ist, das schwanger werden kann. Ist zwar ein bisschen verwerflich, weil die wird theoretisch von ihrem Vater geschwängert. Aber ja, so war das damals im Mittelalter, ne? Erstmal ein schönes Bad nehmen. So, und ich habe Salzfleisch geerntet. Das können wir uns erstmal einverleiben, damit wir ein bisschen was gegessen haben. So, kurzer Routineabstecher auf die Felder, gucken, was jetzt passiert ist in der Zeit. Ja, das sieht doch eigentlich gar... Nee, hat die überhaupt was gemacht? Wurde hier schon was geerntet? Ah, sie ist dabei. Okay, sie erntet.
Ja, ja, erst wenn der Chef guckt, ne, macht ihr was. Ich merke das schon, Leute. Ich merke das schon. So, wie viel Holzstamm haben wir jetzt? Ja, das ist okay. Das ist okay. Holzstamm haben wir schon wieder 15. Also er scheint gerade wirklich gut zu ernten, Holz. Weil wir es anscheinend ja auch nicht verbrauchen. Also beziehungsweise verbrauchen wir gerade sehr wenig Holz zum Heizen. Ist ja Sommer. Also deshalb. Ich habe gerade noch eine Aufgabe gefunden, die ich gerade noch erledigen müsste. Denn wir haben wieder 42 Ton. Und wir brauchen Tonbewurf. Ich glaube, Stroh brauche ich dafür noch. Ich will ja nämlich alle Häuser hier verputzen. Und das ist gerade ganz gut, dass in der im Grabungsschuppen jetzt jemand arbeitet, der am Tag 41,9339 Ton herstellt. Schön. Zweimal kann ich nur Tonbewurf herstellen. Warum? Weil ich nicht genug Stroh habe, ne? Ja. Mir fehlen noch 20 Stroh. Für die nächsten zwei. Dann gehen wir das gleich mal da drüben pflücken. So, 73 Stroh gesammelt. In kurzer Zeit. Das sollte eine Weile reichen. Können wir wieder was einlagern. So, 40 Tonbewurf. Damit müssten wir auf jeden Fall das angefangene Haus jetzt fertig kriegen und vielleicht noch ein weiteres. Jo. Also das Haus ist schon mal komplett verputzt. Gut, das dürfte dann im Winter nicht mehr so viel Feuerholz brauchen. Und das ist dann das nächste, was verputzt wird. Wir haben ja schon eine Werkstatt 2. Ich überlege jetzt gerade, ob ich... Ja, ich glaube, ich setze die mal hier so drauf und mache daraus mal eine Werkstatt 2. Braucht man natürlich mächtig viele Holzstämme. Ich guck mal, was wir jetzt schon im Lager haben. Ob jetzt aus den 15 schon irgendwie 20 geworden sind oder so. 27. Ja, easy. Dann werten wir gleich mal die Werkstatt auf. Dann sieht die ja auch ein bisschen... Genau, aus Materiallager 2 können wir auch gleich aufwerten. Ja, easy peasy. Oh, für das Dach brauchen wir Bretter. Okay, okay. Naja, dann machen wir mal Bretter. Oder ich habe, glaube ich, noch ein paar. Wir gucken mal. Bett habe ich noch 5. So, Werkstatt 2 abgeschlossen. Schönes Ding. Fällt mir. Das erste Dach, was wir jetzt mit Holz gedeckt haben. Schön. Und irgendwas hatten wir doch jetzt eben noch freigeschaltet, wa? Was war's? Was war's? Ach, Lager 2, genau, genau. Lager 2. Das braucht echt viele Ressourcen. Und das würde ich mir, glaube ich, erstmal noch ein bisschen aufheben. Bis wir genug Ressourcen haben, um das zu machen. Sehe ich aktuell noch nicht. Dass wir ein Lager 2 brauchen auch. Also von der Bestückung her, wir haben jetzt 207 Kilogramm hier drin von 1000, also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Viel Luft nach oben. Aber mein Bronzehammer gefällt mir. Also wir haben jetzt schon echt viel damit gebaut und er hat jetzt vielleicht 5% Haltbarkeit verloren. So, wie sieht's aus? Habt ihr den Kohl geerntet? Ja. Sieht gut aus. Kohl ist geerntet. Und es wird auch schon wieder gedüngt hier. Verstehe. Wichtig ist auch, dass ihr hier fertig düngt und umgrabt, ne? Mit zwei Hübschen. Also ich hab grad gedacht, sie raucht eine. Sie stand so da. Verdammt, gleich. Aber wenn wir jetzt den Kohl geerntet haben, werde ich davon mal von meiner Jahresernte... Ist ja eigentlich nur die Hälfte meiner Jahresernte, weil wir zweimal im Jahr Kohl anpflanzen, ne? Aber ich werde davon mal was verkaufen. So. Ich habe jetzt dabei, ich glaube, 400 Kohl. Ja, und 120 haben wir noch für uns. Das reicht auf jeden Fall für Kohlsuppen für uns.
Und die 400 werde ich jetzt mal verkaufen. Ich könnte eigentlich direkt nach Skauki gehen. Und das in Skauki verkaufen. Da, wo wir auch die Esel herbekommen. Aber das, ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, weil es gleich dunkel wird, ne? Kann ich eigentlich so rohen Kohl essen? Kann ich. Weil ich habe gerade Hunger. Einfach mal so 10 Kohl. Lecker. Feldschuppen fehlt Werkzeug. Was fehlt denn da für ein Werkzeug? Die haben keine Hacke mehr. Okay, verstehe. Ja, das werde ich gleich mal machen. Wenn ich wieder da bin. Ist aber auch heute den ganzen Tag schlechtes Wetter hier. Das kann noch nicht wahr sein. So. Zeig mir deine Ware. Und ich verkaufe dir jetzt 390 Kohl für 390 Münzen. Ein Kohl, eine Münze. Das ist kein guter Deal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechter Deal. Aber was soll's? So, jetzt stelle ich nochmal Holzhacken her. 7 Stück. 2 habe ich eben schon hergestellt, sind insgesamt 9. Damit müssten die eine Weile reichen. Und meine Pferde bestellen können. Okay. Top. Die sind wieder ausgerüstet. Ich finde das super, dass die Brücken und so benutzen. Früher war das wirklich... Also, das war sehr unbefriedigend. Dass die einfach nicht über die Brücken gegangen sind. Aber jetzt, top. Ja, die nutzen jetzt auch vermehrt die Wege, die schon vorher im Spiel angelegt wurden. Ne? Also wenn der Pathfinding macht, dann eher einen Weg, den er schon kennt. Aber meine Wege werden auch benutzt. Die anderen beiden gehen da oben lang. Ich guck mal ganz kurz den hinterher, wie die jetzt laufen. Nehmen die meinen Weg oder nehmen die den Originalweg? Die nehmen den Originalweg, ne? Die nehmen nicht meinen Weg. Tja. Naja, aber so lang ist der Weg ja auch nicht bis nach da oben. Ist schon okay. Und der Holzschuppen... Dem Holzschuppen fehlt auch Werkzeug. Na, dem können wir doch aushelfen. Dann machen wir noch ein paar Steinäxte für den Holzschuppen. Dazu brauchen wir Stöcker. Stöcker und Steine. Steine, zack. Machen wir auch 9 Steinäxte. Okay, sehr gut. Könnte da oben das Haus noch fertig bauen, weil ich habe da eine Idee für das Haus. Ihr werdet begeistert sein. Ich habe hier noch ein Haus, was ich noch nicht gebaut habe, ne? Oder was ich noch nicht fertig gebaut habe. Suchen. Müssten wir auf jeden Fall nochmal hier ein paar Dings, ein paar Holzstämme farmen. Und danach geht's mit Steinen weiter. Da habe ich mal Bock drauf. Ein Steinhaus. Weil hier oben habe ich so viel Stein und ich habe noch eine Bronzespitzhacke. Wisst ihr, was ich meine? Da kann ich doch einfach mal ein bisschen Stein abbauen. Dann einfach die Wände aus Stein machen. So, wie viel brauche ich für das Gestell hier an Holz? 10. Okay. Gut. Jetzt bearbeiten wir den Bums mal. Eine Steinwand. Steinwand. Steinfenster. Alles aus Stein. Und das hier oben auch bitte. So, aber ich gehe erstmal pennen. So, dann bauen wir mal ein bisschen was an Felsen ab. Da kriegen wir echt wenig Stein raus. Ein Stein! Hilfe.
Okay, ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt. Ja, also, weiß ich nicht. Also, da geht ja die Spitzhacke extrem runter von. Da verliert er extrem Haltbarkeit. Da ist es fast schon besser, Steine zu sammeln. Also, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Was ist da los mit Eagle Dynasty? Aber man sammelt ja auch gerade ganz gut Steine, also. Mal eben mit der Hand 40 Steine gesammelt, ne? Ist ganz gut. Ich weiß, es reicht noch nicht für das Haus. Aber ich habe echt gedacht, dass man mal einen Felsen mit der Spitzhacke abbaut, dass man da, weiß ich nicht, 10 Steine rausbekommt oder so. Pro Felsen. Aber ich habe ja 2 und manchmal auch bloß 1 Stein rausbekommen. Das ist ja überhaupt nicht worth. Liegt noch eine abgehauene Fichte. Und mehr sollte ich nicht tragen, sonst kann ich mich gleich nicht mehr bewegen. Aber Bronzehammer ist wirklich tipptopp. Wie viel ich mit dem schon gebaut habe. Da hätte ich mindestens 2 Holzhammer gebraucht für die 5%, die er bis jetzt verloren hat. Was? Oh ja, das sieht sehr gut aus. Schön, schön, schön. Naja. Nee, doch, also Steine sammeln ist sehr, sehr viel besser als Felsen abzubauen mit der Spitzhacke. Hört auf, Felsen abzubauen. Sammelt lieber Steine mit der Hand. Es liegen genug Steine rum in diesem Spiel. Ihr müsst sie einfach nur vom Boden aufheben. Oder ihr habt einen Grabungsschuppen, der nur Steine sammelt. Das geht natürlich auch. Aber ich glaube, die haben die Spawns von Steinen nochmal hochgesetzt, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal in alten Sessions mit Evil Dynasty ganz schön suchen musste, um ein paar Steine zu finden. Das ist jetzt schon deutlich komfortabler hier, wenn hier einfach mal so 10 Steine auf einem Fleck liegen. Hier ist noch einer. Da versteckt sich noch ein Stein. Manchmal unter den Blättern verstecken die sich so ein bisschen, ne? Und zur Not könnt ihr halt auch das hier skillen und dann seht ihr auch, wo die Steine liegen, ne? Sieht man hier auch Steine? Ja. Tatsächlich. Ich werde hier auch mal Holzdächer machen statt Rieddächer. Weil dann ist einfach dieses Haus extrem gut isoliert schon. Also nicht zu 100%. Dafür müssten wir noch ein besseres Dach bauen mit noch mehr Brettern. Und wir müssten den Stein hier verputzen. Aber an sich geht das erstmal klar. Ich bin ein bisschen hungrig, sollte was essen. Mir fehlen noch 3 Blätter, Bretter. Blätter. Lol. Ja gut, dann gehe ich nochmal runter zum Holzfällerschuppen. Wir könnten eigentlich auch einen zweiten Holzfällerschuppen bauen und dann noch jemanden anstellen. Also irgendwie, wir brauchen sehr, sehr viel Holz, wenn wir halt das Dorf noch weiter ausbauen wollen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass irgendwann eine Stadt draus wird. Deswegen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir hier noch einen Holzschuppen hinsetzen. Aber ich baue erstmal die Hütte oben fertig. Oder vielleicht doch erstmal den Holzschuppen. Ah, mir fehlt ein Stamm und Stroh. Naja, egal. Wir haben ja auch noch nicht die Leute. Also, hätten wir jetzt schon jemanden, der da potenziell für in Frage kommt, dann wäre das ja kein Thema, aber so. Okay, Hütte ist fertig. Schönes Gerät. Feines Dach gefällt mir. Top. Sehr, sehr schön. So, jetzt nur noch Stroh. Ich baue es jetzt doch fertig. Jetzt lasst mich doch in Ruhe.
So. Fertig. Jetzt machen wir hier, ziehen wir noch einen Weg lang. Und dann könnten wir demnächst mal gucken, ob wir wieder jemanden finden mit Gewinnung, der hier in dem zweiten Holzschuppen arbeitet. Und irgendwann können wir wahrscheinlich auch einen Holzschuppen 2 bauen. Und dann arbeiten hier einfach 4. 4 Leute rund um die Uhr und nur am Stämme und Brennholz machen und so. Oh, guckt mal, ich habe jetzt ein paar Deko-Elemente hier eingebaut, ne? So einen kleinen Holzklotz hier und ein schönes Lager mit Brennholz. Das ist zwar ein bisschen schief, aber ist egal. Schief ist Englisch, Englisch ist modern. Vor allem hier im Mittelalter. Sieht doch mega gut aus. Wenn jetzt hier noch 2 Leute arbeiten würden gleichzeitig. Perfekt. Perfekt. Und mit diesem schönen Bild würde ich sagen, war es mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.